chinesische Küche liebt. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr diese handgemachten Juicy P. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier? Gehypter Chinese. Beziehungsweise ist Uncle Chen. Wir waren da schon mal. Ist gut. Und die haben neue Sachen auf dem Menü, auf der Karte. Müssen wir natürlich abchecken, weil der Hype ist noch größer geworden. Uncle Chen. Das ist die Karte, Leute. Ein schneller Blick drüber und wir haben uns schon entschieden. Weil wir sind Professionals hier, Leute. Frechheit, Leute. Alter, Leute, wir haben Endshunger. Es wird schon die ganze Zeit gesackt, sodass es unauffällig für Video und Bild ist. Wir warten noch auf ein Gericht. Wir warten noch auf ein Gericht und dann kann gefilmt werden und dann gegessen. Ja, es geht endlich los, Leute. Dandan-Nudeln, Beef Soup, Fried Bao, Wonton, Chili Spice Wonton. Let's go! Das ist neu. Das hatte ich das letzte Mal, glaube ich, auch nicht. Das war so gut, ich bestell's sogar nochmal. Und so eine neue Nachspeise gibt es. Komm, sind sie noch nicht bereit? Ihr wisst, ich schieb Wonton-Filme. Ich bin in Wonton. Auf den Wonton Hype Train aufgesprungen. Yes, sir. Ach, oh, yes, sir, yes, sir, aber auch hier. Macht sich in meinem Gebiet bereit, Mann. Oh mein Gott. Die ganze Soße, der ganze Saft. Saft läuft drauf, Leute. Super. Super hype, super hype. Guter Crunch, gute Füllung, gut gewürzt. Ich bin ein Fan von dem Laden geworden. Ja, wir sitzen direkt vor der Küche, wir sehen nur so im Augenwinkel. Ich fühle mich sehr beobachtet. Und ich habe ein helles Shirt an. Yes, baby. Beef Soup, Green Check. Fleisch Check, Leute. Es sieht sehr zart aus. Fleischcheck bestanden. Yes, ja. Oh, super zart. Ja. Gut, ne? Ja, diese. Weil ich das schon hatte. Ich hatte das schon letztes Mal, aber mit. Also mit die Kollegin, mit der ich war, die hat da auch Nudeln bestellt, aber mit Wonton, glaube ich. Aber Fleisch super zart. Das würde ich direkt nochmal bestellen. Das Problem ist, das würde ich auch direkt nochmal bestellen. Und ich kann nicht beides bestellen. Ich würde mir
von dem Fleisch einfach einen Teller bestellen. So, frag mal, so kann ich nur Fleisch haben. Bitte noch ein Fleisch, mein Gott, bitte noch ein Fleisch. Ja, mein Sport fertig ist, weil du eh kein Fett machst. Ich fang auch an, diesen Laden zu halten. Der kommt in meine Empfehlungsliste für München. Jetzt kannst du zu deinen Herren gucken, und die hier. Right? Ja, aber die nennen sie Dandamul. Und das andere sind Bärmbärmbärmbärmbärm. Stay safe, Leute. Schreib unten in die Kommentare, ob ich am Ende des Videos hier noch sauber bin. Ich hatte Augenkontakt mit dem Chefkoch hier. Ich glaube, er hat auf meine Reaktion gewartet. Mein Approval, aber er kickt ja. Er kickt mein Approval. Crunch up hier unten, Leute. Soll ich hier mir ganz reinschieben? Flavor, Leute, Flavor. Tschuh. Hier wurden meine flavorvollen Nudeln genommen, Leute. I miss you guys. Hahaha, Leute. Wie nicht? Nicht. The champ has a name, Leute. Nur hier ein bisschen. Und Hongkong. Danke dir. Hongkong Style French Toast, Leute. Kann ich? Ja. Ist das Kondensmilch? Ihr wisst, ich liebe Kondensmilch. Ich habe eine Schwachstelle für Kondensmilch. Das Problem ist, also wir sind schon sehr voll, Leute. Das ist eine mächtige Nachspeise. Das ist wirklich eine mächtige Nachspeise. Das ist keine kleine Süßspeise hier. Der Laden kommt in meine Top 12. Wie bitte? Ich rede mit den Zuschauern. Ich habe gesagt, der Laden kommt in meine Top. Mach was sie wollen. Meine Traumbestellung hier, Leute, falls ihr hierher kommt, okay? Gönnt euch dieses Glas Kokosmilch. Nicht Kokoswasser, Kokosmilch, okay? Dann die Chili-Wantan, Vorspeise. Hauptspeise. Dandan-Nudeln, Beef. Nee, Minzpork. Mit Bock und ein extra Teller nur von der Nudelsoup Beef. Ohne Nudel, ohne Soup, nur das Beef. Und wenn das gut ist, auch Nachspeise. Tschu. Oh, aber schön soft. Richtig schön soft. Man kann richtig schön leicht durchstechen, weil manchmal ist so. Obwohl so viel Saft und Kondensmilch und so ist, ist es nicht soggy. Soggy, ich weiß gerade das deutsche Wort nicht. Es ist immer noch eine starke Konsistenz, schöne Süße, außen schön knusprig, Zuckerbombe, super süß,
Da kommen die ganzen Leute, Asians vor allem. Boah, es hat süße Nachspeise und so. Schön warm. Kommt es auf meine ideale Bestellung hier? Nein, weil dann ist es zu viel. Aber wenn ihr Bock drauf habt, gönnt euch. Bitte noch einen Bubble Tea Laden ab, Leute. Gönn uns, ihr wisst, ich teste alle Bubble Tea in München. Heute bei Teeseele. Cute, Leute. Ein Feind von Melon Pan bin ich, Leute. Das gönnen wir uns. Thank you. Kumquat, der Fruchtige. Mal schauen, wie er frisch der ist. Ob er mit Loop Tea mithalten kann. Nummer 20. Nee, kann er nicht, aber erfrischend und lecker. Das ist voll viele Dinge, Mann. Voll viele Tapioca. Ja. So, sehr hell ist man ja. Tapioca haben noch einen leichten Biss. Leicht süß, sehr gut. Tee-Geschmack. Erfrischen. Bei dem schmeckt mehr Tee. Bei meinem aber auch viel Tee. Könnte mehr Zucker vertragen. Aber ist ja meine Entscheidung. Hm. Solider Laden, solide. Jetzt kommt es auf das Special an, ob es sich lohnt, hierher zu kommen. Aber es gibt auf jeden Fall schlechtere. Das ist keine Katastrophe. Spielt aber auch nicht oben mit. Ich würde sagen, so wie das Mittelfeld. Wie in Japan, Leute. Japan, Tokyo Feeling. Es ist Sommer. Let's try. Du sollst ja mit dem Ei probieren. Mach ich doch. Und? Und? Alle? Wie? Einlassen mit allem? Ja, natürlich. Ich will eins mit Bohnen probieren, eins pur, eins mit Tapioca und eins mit Panna Cotta. Okay. Sie vermischt alles, Leute. Ich vermische nicht. Wieder Müll? Wie ein Jahr schon wieder Müll? Und ist es vermischt? Ja. Wieder Müll? Wieder Knallmüll. Bitte, frag deine Zuschauer, ob das jetzt vermischt ist. Frag, bitte. Sie sehen gar nicht. Er ist nicht vermischt, er ist nur umgerührt. Aufgelockert, ja. Verteilt. Wie er lügt, wie er hat. Yes, baby. Erfrischend, leicht, locker, flockig. Und der Löffel mit allem sehen, Leute. Das Problem ist, die Bohnen passen halt nicht dazu. Mhm. Zu dem Löffel mit allem. I don't think. Ich bin schon. Ich hätte lieber noch was Süßeres gehabt. Was? Ja. Chotto matte. Was ist Chotto matte? Okay.
Und mit deiner Frau hier. Die Frau hat entschieden. Der Mann hier hat nichts zu sagen. Ich habe Tapioca reingeschmissen in den Topf und das war's. Ich habe deine Meinung gefragt. Auf jeden Fall, Leute. Findet man fast nirgendwo in München. Ich kenne einen anderen Laden. Deswegen, falls ihr Bock auf sowas habt. Die sind hier ein Duopol, haben die. Ein Duopol. Und dadurch, dass das hier solid ist, kann man auf jeden Fall hier hin. Ja. Vor allem ist es so eine nicht versteckte Perle, aber auf jeden Fall kein gehypter Laden. Aber ihr wisst, dafür bin ich da, um die unentdeckten Läden für euch zu entdecken, zu testen. Nicht wie diese, wie meine Arbeitskollegen, sag ich mal, die nur dem Hype hinterherlaufen. Ich kreiere den Hype. Dein Lachen ist sehr überzeugend. Es tut so gut in der Kehle, Leute. Hört diesen Doktor. Kennst du es nicht? Nein. Manchmal hast du so einen krassen Durst und es ist so heiß. Hier brauchst du die Befriedigung vom Trinken. Es muss so richtig kalt sein und. Okay. Uncle Chen, Baby. Ein sehr gehypter Laden in München. Aber. Der hat mich überzeugt. Also ich war jetzt zweimal dort. Zweimal sehr deliziös. Also ich muss echt sagen, das ist so ein Laden, wo ich ab und zu einfach Bock habe, hinzugehen. Der hat echt stabile Sachen, wo ich mir denke, boah, darauf hätte ich jetzt mal Bock. Deswegen kommt in meine Top-Liste. Also das hat mich irgendwie wirklich überzeugt, ey. Hat ein Herzen in meinem Ein Platz in meinem Herzen gefunden. Das war's von mir, Leute. Ich mache den Rest schon ein bisschen älter. Da hatte ich noch den hier am Start. Über Like, Subscribe, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram, TikTok. Beim nicht aktiven Zeitkanal. Der Mine ist hier das Business und ciao.